Du stellst dich selber vor, ne? So, hallo Salzburg. Mein Name ist Alexander Ehrlich, Vorsitzender des Busverbandes Honk for Hope. Ich engagiere mich in vielerlei Weise in der Friedensbewegung, nicht nur mit Bussen, die Menschen zu Demos fahren, vor allem in Deutschland, zu den großen Demos am 1. August, 29. August, sondern ich habe auch einige Versammlungen und Großdemos bereits organisiert, unter anderem die Friedenskette am Bodensee am 3. Oktober. Wer war dabei? Ah, doch einige. Und zuletzt die große Demo in Berlin gegen das Infektionsschutzgesetz am 18. November. Bei dieser Demo ist mir eines klar geworden. Wir haben ein großes Problem bei den Demos in Deutschland. Die können nicht mehr so frei stattfinden, wie das hier der Fall ist. In Österreich können wir uns noch versammeln, können wir noch eine Bühne aufbauen, können wir noch Reden halten und Musik machen. In Deutschland wird das immer unmöglicher. Die Auflagen sind zuerst härter und härter geworden, mit Maske, mit Abstand, dann mit Maske und Abstand, dann sogar mit Abstand zwischen Eheleuten. Also, ja. Und dann wird es auch immer unmöglicher, diese Abstände, sogar wenn man will. Und die Menschen geben sich große Mühe, als Zeichen des Respekts gegenüber all denen, die in der Angst leben, die Abstände einzuhalten. Und trotzdem wird es unmöglich gemacht, indem die Polizei die Demonstranten einkesselt, immer enger zusammentreibt, sie am Weitergehen hindert. Und dadurch wird es dann letztendlich immer wieder dazu kommen, dass Menschen dicht an dicht stehen. Ja, und dann stehen sie dicht an dicht und dann kommt der Wasserwerfer. Das Schönste, die Polizei in Berlin hat den Einsatz des Wasserwerfers wie folgt begründet. Der Sprühregen, der über die Demonstranten geschüttet wurde, der drückt die Aerosole und den Virus nach unten. Und deswegen war das ein Akt der Liebe für die Gesundheit der Menschen. Ja, also nicht böse sein, also bei kalten Temperaturen viele Menschen zu durchnässen, die dann stundenlang im nassen Gewand herumlaufen. Ich weiß nicht, meine Mama hat mir gesagt, dass das nicht gesund ist. Wie ist das mit euch? Das Gleiche, nicht? Ja. Also da brauchen wir keine Ärzte sein, dass wir da eine Bestätigung einholen. Nass bei Kälte herumspazieren ist nicht gesund. Aber es geht ja eben nicht um Gesundheit. Wir haben gesehen, wir haben das Problem, dass wir bei solchen Aktionen nicht mehr eingreifen können und den Menschen auch keine Informationen mehr geben können. Oft wird der Mobilfunk abgeschaltet oder es ist eine Netzüberlastung. Man kann über die Kanäle niemanden erreichen. Außerdem, schaut es euch selber an, bei einer Demo schaut niemand aufs Handy. Logisch. Und deshalb braucht es ein anderes Mittel der Kommunikation im ganzen deutschen Sprachraum, sodass wir euch, den Teilnehmern an Versammlungen, mitteilen können, wenn wir etwas erfahren, was wichtig ist und was jetzt gerade zu tun wäre oder was wir euch empfehlen zu tun. Und da haben wir 5 Signale festgelegt und haben eine freiwillige Gruppe begonnen aufzubauen in ganz vielen Städten. Unter anderem der erste Auftritt war am 12.12. in Kiel. Und das sind die sogenannten Friedenstrommler. Friedenstrommler sind keine professionellen Schlagzeuger. Friedenstrommler haben einen Eimer aus dem Baumarkt und einen Kochlöffel. Das darf nass werden, das darf beschlagnahmt werden von der Polizei, das macht nichts. Da kann man sich Reserve besorgen und das kostet was? 2 Euro, 3. Also das ist wirklich ein sehr einfaches Mittel der Demonstration und der Kommunikation. Das Einzige, worauf es ankommt, die Leute müssen natürlich wissen, was gemeint ist. Ich darf vorstellen, das ist der Gottfried aus Graz. Der Gottfried aus Graz hat hier in Österreich begonnen mit dem Aufbau der Friedenstrommler. Er hat auch ein paar mitgebracht. Leute, wo seid ihr? Alle Friedenstrommler, die anwesend sind, bitte kommt zu uns rauf auf die Bühne. Da kann man besser trommeln, wenn ihr mitmacht. Es gibt auch in Wien eine Gruppe, es gibt auch in Salzburg schon eine, habe ich gehört. Natürlich, wir haben erst vor 2 Wochen begonnen ungefähr.
ist das jetzt noch nicht so richtig eingeübt, es sind noch nicht sehr viele, aber es ist schon so weit, dass ihr seid, glaube ich, in Wien schon marschiert mit den Trommeln. Gottfried, erzähl uns ganz kurz, wie weit sind wir in Österreich mit den Friedenstrommlern? Hallo, Salzburg, grüß euch. Ja, schaut so aus, wir haben eine kleine Gruppe im Moment. Heute sollten wir normalerweise zu sechst hier sein. Ich weiß aber nicht, jawohl, danke, danke, sehr schön. Super, die erste, sehr schön. Ich weiß, dass wir schon mehrere aufgebaut haben, die Gruppe ist im Wachsen. Die Signale sind in den diversen Kommunikationsmöglichkeiten, so wie Telegram, gibt es da mehrere Gruppen. Da kann man sich ganz einfach verbinden, da kann man die Signale ja ganz normal anschauen. Wir haben das schon online gestellt mit einem kurzen Video. Was jetzt auch sehr wichtig uns ist, dass wir wirklich eine Kommunikation starten, dass wir wissen, was die Signale bedeuten. Und dass wir einfach sagen, okay, jetzt geht's los. Da gibt es zum Beispiel ein ganz normaler Slogan, wo man sagt, wo viele heute schon geschrien haben, Friede und Freiheit ist uns alle sehr, sehr wichtig. Und es ist auch ein Marsch für uns, ein Marschsatz mehr oder minder, dass wir sagen, Friede, Freiheit, keine Diktatur. Und das haben wir gesagt, das wollen wir auch trommeln. Und haben auch ein weiteres Signal, dass wir sagen, von Hand zu Hand, wenn wir etwas weiterreichen wollen. Zeigen wir mal das, natürlich. Wir zeigen einmal das Signal, das der Gottfried gerade angesprochen hat. Also das heißt so viel wie folgt den Trommlern. Kommt mit. Das ist der Rhythmus von Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, Freiheit, keine Diktatur. Friede, wenn ihr das hört auf einer Großdemo, wenn ihr in Berlin dabei seid, zum Beispiel die nächste Großdemo Berlin, 31.12. Silvester, wer da dabei ist, wenn die Friedenstrommler kommen und das trommeln, das heißt mitkommen, wir gehen. So, dann gibt es ein weiteres Signal. Von Hand zu Hand, von Hand zu Hand, von Hand zu Hand. Das ist ein ganz wichtiges Signal, das haben wir übernommen von unseren Freunden in Bangkok und in Singapur. Und zwar kann es ja mal vorkommen, dass irgendwo sich eine Menschenmenge bildet, man kommt nicht mehr durch und jetzt braucht man aber an einer Stelle ganz dringend Materialien. Zum Beispiel Trinkwasser zum Ausspülen von den Augen oder zum Beispiel Regenschirme oder was auch immer, Verbandszeug. Das muss man dann durchgeben durch die Menge in einer Menschenkette. Das funktioniert in Asien hervorragend. Wir wollen das in Europa für den Notfall schon vorbereiten, falls es jemals dazu kommt, dass wir das brauchen. Und da haben wir eben dieses Signal von Hand zu Hand, von Hand zu Hand, von Hand zu Hand. Heißt so viel, bereitet euch vor, passt auf, da wird gleich was durchgereicht. Ja, dann ein wichtiges Signal ist natürlich stehen bleiben, sitzen bleiben, ganz wichtig, stehen bleiben. Aber da dürfen wir es nicht vermischen, wir haben ja zwei verschiedene. Das eine ist, wir bewegen uns nicht weg, ja, wir bleiben hier. Das ist genau der Rhythmus. Wir bleiben hier. 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 Das ist vor allem dann wichtig. Es kommt immer wieder vor, dass irgendwelche Aufwiegler durch die Menge laufen und erzählen, Ma, wir müssen jetzt alle zum Reichstag. Ja? Wenn man das nicht, da teilen euch unsere Friedenstrommler mit, dass das nicht richtig ist. Ja? Also, dass das eine Ablenkungsaktion ist mit dem Signal, wir bleiben hier. Dann haben wir den friedlichen Widerstand, sitzen bleiben. Das heißt, wenn ihr steht, dann setzen wir uns nieder und wenn ihr schon sitzt, dann bleiben wir sitzen. Das ist jetzt im Winter eher nicht so das Signal, das ist ein Signal für den Sommer. Aber man kann es nicht wissen, wir haben es einmal eingeführt. Es ist ganz einfach ruhige Schläge im Rhythmus von sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben.
Ja, das war also zum Beispiel in der Friedrichstraße am 29. August, wäre das ein sehr wichtiges Signal gewesen. Dann das letzte Signal, wenn es wirklich brenzlig wird und wenn unsere Empfehlung lautet, auflösen, weggehen, dann haben wir ganz einfach ein schnelles Trommeln und je nachdem wie dringend es ist, umso schneller und lauter. Das sind die 5 Signale der Friedenstrommler, die wir in Zukunft im ganzen deutschen Sprachraum einsetzen werden. Wer mitmachen will, wer Verantwortung übernehmen will für die Kommunikation auf Großdemos, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich bei Lichtermärschen, bei Friedensmärschen, meldet euch bitte auf Telegram in der Gruppe Friedenstrommler. Das war es auch schon, was ich euch heute sagen wollte. Danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen. Salzburg, ihr seid top unterwegs. Vielen Dank. Einen herzlichen Applaus für die Friedenstrommler. Liebe Leute, ich habe wieder die Aufgabe, wie wir schon gehabt haben, euch von der Behörde Folgendes mitzuteilen. Paragraph 13 Absatz 4 Covid-19 der Maßnahmenverordnung lautet: Beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen, gemäß Absatz 3, ist gegenüber von Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens 1 Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Sollten die Maßnahmen nicht eingehalten werden, stellt es einen Auflösungsgrund dar. Zudem machen sich Teilnehmer, die sich nicht an die geltenden Bestimmungen halten, strafbar. Oh, man muss es euch später noch sagen, aber dann haben wir es. Dankeschön fürs Zuhören.